Mit diesem Match startet die nächste Runde und das erste Kampfpärchen, was sozusagen gegeneinander spielt, ist Affeganger gegen den CXP4WN, was auch immer. Ja, ich habe dem, wie gesagt, keine AD Carries, oder die haben es halt vorher gesagt, keine AD Carries, sonst hätte ich es nochmal gesagt. Ja, und deshalb haben die sich jetzt Trundle gegen Wukong, zwei wirklich ziemlich starke Toplaner, rausgesucht, und die Standard-Picks sind halt gewesen, die Sinn, Renekton, Fiora, Jarvan, Jax, Zed, Yori, Kyle, alles das, was als Non-AD Carry extrem viel Damage macht, wurde natürlich mit rausgenommen. Gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr Champions, die bis jetzt habe ich aber irgendwie nur ADler gesehen, also nicht irgendwelche AP-Champions. Keine Ahnung, was die Leute so gegen AP-Champions haben, vielleicht. Ach, keine Ahnung. Ja, beinahe fast gleich angefangen, außer dass die Cloth Armor mit den Boots Unterschied sind. Jetzt ist eigentlich ein normales, stinknormales Farm-Battle, aber der Wukong hat schon 2 CS mehr. Und sollte vielleicht mal auf den CS gehen. Oh Gott, sehr bad. Statt auf den Wukong, der ihn nämlich ziemlich krass fertig machen wird. Exhaust, Barrier, Ignite, alles raus. Und da ist das First Blood von Trundle draußen. Das ging relativ fix nach nicht mal 2 Minuten. Das First Blood schon gefallen, ist ja Wahnsinn. Ja. Schauen wir doch gleich mal Trundle. Ja, Wukong ist schon wieder da. Es ist ja wirklich fix gewesen, der Respawn-Timer. Ja, schauen wir doch gleich mal bei Trundle die Passive. Wenn Trundle neben Trundle stirbt, dann bekommt er 2% des maximalen Lebens wieder, wahrscheinlich seines eigenen. Also relativ nice. Also jedes Mal, wenn eine Einheit stirbt, also dann kriegt er relativ viel Leben wieder. Wenn man uns hier sieht, gleich die nächste, da ist schon wieder was gewesen, glaube ich. 600, der wieder 10 Leben hat. Ach nee, das ist sein Livestream. Da kann ich jetzt nicht aktiv drauf gucken. Oh, da war ein Tower-Hit, den er gefressen hat. Irgendwie sehe ich das nicht. Ah doch, 8 Leben hat er wieder bekommen. Also nicht wirklich viel. Aber immerhin etwas, er kriegt ein bisschen Leben wieder pro Hit, pro Minion, der stirbt. Dann haben wir noch die Kur, den Chump. Richtet 120 extra Schaden an, also boah, mehr als 1:1 auf dem, auf der Kur. Und Slowed ist feindlich taunted. Dieser Angriff erhöht Trundles Attack Damage um 30 für 8 Sekunden. Während der Feind die Hälfte des Wertes verliert. Also der Feind verliert 15 AD und Trundle bekommt 30 AD dazu. Und Wukong hat immer noch besseren Farmen. Das ist schon heftig. Trundle ist schon ein heftiger Champion. Oh, 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 man sollte... Ah, der war mies. Der war knapp. Hätte vielleicht noch ein bisschen stärker farmen sollen. Aber Trundle ist ein echt starker Champion. Also ich möchte ja gerne den weiter noch erklären. Ja, da haben wir einmal diesen Biss gehabt, den Chump. Dann haben wir einmal den Frozen Domain. Der hat dieses Arealia, hat der halt gefrozen. Wird schneller und vom Attack her auch schneller. 20% Movement Speed erhöht, 20% Attack Speed und 8% erhöhte Heilungs- und Regenerationseffekte von allen Quellen, also Heilung, Basic Heal, Lifesteal und so weiter und so weiter. Also er kriegt da relativ viel Leben dazu. Hier kriegt man, merkt man schon mehr Attack Speed, mehr Lifesteal und so weiter. Er hat sich einen Vampire Scepter geholt und Doran's Blade. Longsword. Farmt nicht schlecht, aber 22:30 sind immer noch zu wenig, ne? Ja, also dieses kleine Areal, das hat 15 Sekunden Cooldown und da fängt das nächste an, der nächste Fight. Da wurde er schon wieder unsichtbar. Sieht jedenfalls definitiv, wenn Wukong seine Illusion benutzt. Beide haben Ultis ready. Ah, okay, Wukong macht die Ulti nicht. Ich würde jetzt als Trundle einfach nur noch weiter farmen, Trade weiter farmen und den Wukong einfach nur attacken, damagen und so weiter. Na, ah, das Heatpack hat er natürlich bekommen, hat sich jetzt einen Tower halt fressen lassen. Das war kein guter Trade. Hat den, na doch, nicht den nächsten nicht gefressen, aber war kurz davor. Dann haben wir noch einmal den Pillar auf Eis. Der Pillar hier halt, den man gesehen hat. Für 6 Sekunden bleibt das Ding. Das Gebiet wird undurchdringlich, also man kann da nicht durchlaufen. Und die Feinde werden geslowed. Oder alle Einheiten werden da geslowed vom Feind, die da in diesem Terrain sind. Dann haben wir noch einmal die Ulti Subjugate. Er zieht 20% des maximalen Champion-Lebens.
des gegnerischen Champion-Lebens aus was schon will. Also ich, ja, macht halt beim ersten Mal Schaden in Höhe von 20% des maximalen Lebens als magischen Schaden und dann bekommt er noch 40% Magie und Armor-Resistenz. Wird reduziert des Feindes, also schon heftig. Naja, oh, es reduziert oder bekommt er es nur? Okay, es hält jedenfalls 4 Sekunden. Merkwürdige Ulti, aber Chan ist ein starker Champ. Wir lassen das einfach mal dabei. Ja, und dann haben wir immer noch den Wukong, der hat als passive... Auch nicht schlecht, also die ganzen Passive erkennt man ja nicht, wenn man das im Feuer kennt. Ah, der hat falsch gewissen. Wukongs Armor und Magieresistenz sind um 6 erhöht für jeden feindlichen Champion, der in der Nähe ist. Und da hat er gerade gedraint, das hat man gesehen. Da hier... Da ist irgendwie so hier dieser Hauch. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Aber er kann jedenfalls auch den Tower beißen. Und der Tower ist weg, höchstwahrscheinlich. Ja, obwohl noch nicht ganz. Er kriegt noch Hill ab. Sollte aber definitiv weiter farmen. So schnell es noch geht, den Tower down bekommen. Und dann haben wir Wukong, wie gesagt, alle. Für jeden Champion, für jeden feindlichen Champion bekommt er 6 Armor und Magieresistenz. Also 30 Armor und Magieresistenz. Auf diesem Level, wenn alle 5 in der Nähe wären, alle 5 Feinde. Ja, dann haben wir einmal noch die. Oh, der hat einen Warden Smell und 2. Er kauft sich einen Brutalizer. Dann haben wir auch einmal die Q, den Crushing Blow. Der nächste Attack, hier, diesen Hit hat man gerade gesehen, bekommt 525 Attack Range und dealt 150 plus 162 Magenschaden und reduziert die Armor des Feindes um 30% für 3 Sekunden. Ich würde mir einfach mal das Heal wegnehmen. Und jetzt einfach weiter angreifen, soweit es geht. Ah. Die behitten sich ziemlich krass. 147 gegen 43 Armor. Also die Armor ist schon wesentlich höher. Er hat halt schon Ninja Tabis und Randuins. Wandsmail. Wird sich der Chandler aber wahrscheinlich auch noch kaufen. Ja, und dann haben wir noch einmal den W. Der wird für 1,5 Sekunden unsichtbar. Und stattdessen steht dann halt da so eine Illusion. So ein Decoy heißt das Ding halt. Und nach ein paar Sekunden löst sich diese Illusion auf und macht magischen Schaden. Ja, das war jetzt nicht so toll. Hat einen Minion verpasst, wieder einen Minion verpasst. 53 zu 58 CS. Also schon ein ziemlicher Unterschied dafür, dass er ein bisschen länger lebt schon, weil er den zweiten Tod auch noch gemacht hat auf den Wukong. Ist der Farm schon relativ gering. Dann haben wir einmal noch bei Wukong den E, der Nimbus Strike, dasht vorwärts zu einem Feind, wie man das sagt. Das war der E. Und da ist er einfach straight reingelaufen mit einer Passi, mit einer Ulti, mit einem Ignite. Ja, das ist der, macht halt Schaden und zwar an zwei zusätzlichen Zielen, 195 plus 57 zu jedem Feind, den er hittet. Und er bekommt 45 Attacks mit 2,4 Sekunden dazu durch den E. Und da ist der Tower jetzt aber down. Und er hat auch ein Skill, womit er den Tower zusätzlich anhitten kann. Das ist schon mies, ziemlich heftig. Und dann haben wir noch einmal den Cyclone, die Ulti. Der dreht sich wie so ein Wirbelkreisel und macht Schaden pro Sekunde. 110 plus 197 physischen Schaden, also 300 Schaden pro Sekunde. Das war mies verarscht. Blade of Dream King, das ist jetzt natürlich nicht so toll. Finde ich jetzt nicht so ein tolles Item. Aber er hat seine Ulti benutzt, um ihn zu töten. In 2 Sekunden hat er wieder seine Ilo. Ziemlich verarscht. Aber Wukong hat jetzt das Randuins fertig. Oder ist... den Brutalizer auch noch dazu. Und durch sein Feld bekommt er jetzt extrem viel Attack Speed dazu. 80% Attack Speed. Okay, also den Frozen Heart gekauft. Statt ein Randuin, das kann man auch machen. Beides gute Items. So, er hat jetzt über 200 Armor. Ja, fast 200 Armor, 193. Das ist schon heftig. Da sollte sich Trundle definitiv, keine Ahnung, ein bisschen Armor-Pen kaufen oder selbst ein bisschen Armor. 92 ist nicht unbedingt toll. Ninja Tabis hat er die 2 gekauft, aber bringt immer noch nicht wirklich viel. Wukong macht immer noch extrem viel Schaden. So, er ist da. Während er da ist, also er kann den Tower kaum einen Hit machen.
Ja, einen Hit konnte er machen, das war's aber auch dann. Das ist heftig. Also, Trundle braucht mehr Attack Speed 1,2, sonst gerade mal, aber wenn er seinen Frozen Domain hat, dann hat er eher 80% Attack Speed dazu, das ist schon nicht schlecht. Das hat 15 Sekunden Cooldown und hätte 8 Sekunden. Also kann es schon nicht schaden. Na, da fängt jetzt an, Ärger zu machen. Da hat er seine Ulti wieder benutzt. Er war, ach ja, er hat das Frozen Domain doch benutzt. Naja, er sollte vielleicht auf dem Feld bleiben. Ich glaube, nur dann bekommt er den Bonus, oder? War das nicht so? Ja, nur dann bekommt er nicht den Bonus. Also beide sind ziemlich low. Oh, 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 da gibt es natürlich ein neues Heal-Pack. Ich glaube nur, dann bekommt er da drauf das Zeug. Ja, er hat natürlich mehr Lifesteal als der andere. Dann hat er ziemlich guten Vorteil. Sollte definitiv jetzt raufgehen. Und er hätte natürlich, so klug wie er sein könnte, noch das nächste Heal-Pack nehmen können. Und wenn sie jetzt fighten, dann war es das ziemlich gewesen für den Wukong. Ah, komm, 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 beißen, 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 beißen. Nom, 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 nom. Okay, jetzt hat er gebissen. Er hat sich einen Brutalizer, ich glaube, er hat ihn vorher schon gehabt, den Brutalizer. Ah, jetzt geht er sich direkt auf Black Cleaver instant. Ah, der Attack Speed von Trund ist einfach nur krass. Na, er bekommt das wirklich nur, wenn er drauf ist auf dem Feld. Ja, der Tower könnte down sein. Der Tower könnte down sein. Ja, der Biss macht nicht schlecht Schaden. 100 plus 208, also Wert 1 zu 1. Patsch, nochmal der auf. So, der Tower ist weg. Heftig, heftig. Der Blade of Ruined King ist nicht schlecht auf ihm. Also er braucht definitiv ein bisschen Lifesteal. Ist halt, ja, keine Ahnung, ob man auf Trundle sich wirklich Lifesteal kauft. Aber er sollte definitiv fighten. Er hat Ulti ready. Wenn er wirklich drauf geht, dann sollte er fighten mit der Ulti. Oder will er sich... Er will sich töten lassen. Natürlich, ist auch nicht schlecht. Er will sich töten lassen. Er draint schon, wie man sieht. Nein, lass dich töten, Mensch. Hättest du angegriffen mehr, noch mehr angreifen. Siehst du, er hätte locker... Er hätte ihn locker getötet. Er hätte das locker beenden können. Aber nein, er muss wegrennen. Er muss wegrennen wie so eine... Wie so ein feiger Typ. Anstatt, dass er ihn killt. Ja, 2300... 2400 Gold. Last Whisper, nicht schlecht. Also die Armor ist so ein 204 Armor... Die davon so 35% ignoriert, 40 AD hat er dazu bekommen. Das ist nicht übel. Also, hier draint er jetzt schon 24% des feindlichen Champion Maximum Health als magischen Schaden. Ja, ich glaube, ja, das macht er halt das magische Schaden über diese 4 Sekunden. So, das Trundle hat sich jetzt ein. Ja, das Last Whisper geholt, mehr hat er sich nicht geholt. Für mehr hat das Geld auch nicht gereicht. Ja, es sieht dich natürlich, wenn du am Tower bist und er kriegt den Tower höchstwahrscheinlich. Ah, obwohl. Er kriegt den Tower doch, 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 hat er bekommen. Da hätte Trundle wesentlich eher was machen müssen. Warum er das Feld nicht öfter benutzt, frage ich mich. 28 Sekunden hat er Zeit. Wird den Inhibitor. Na, er wird den Inhibitor nicht down bekommen. Das schafft er, glaube ich, in den 20 Sekunden nicht. Ja, jetzt macht er die Minions und lässt sie da hinten. Das ist auch nicht unbedingt gerade clever. Na, das Feld hätte er vielleicht auch für einen Inhibe aufhören und sagen, ah, ist egal, 13 Sekunden hat er noch Zeit, 12, 11. Das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Da hätte er Feuer machen müssen. Da hätte er nicht stehen bleiben dürfen. Und das 2 Sekunden noch bis zum Feld. Wenn er jetzt das Feld macht, okay, der Tower, das Ding ist weg. Patsch, 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 patsch. Okay, jetzt kann er einfach weglaufen, alle Heal-Packs mitnehmen. Wunderbar. Das ist sehr schön gespielt. Da unten sind zwar noch Minions, aber jetzt haben sie auch noch Super Minions bei der nächsten Wave. Gibt es Super Minions für den Trundle? Ja, Black Cleaver auf Wukong bekommt jetzt schon 8 Armor und Magieresistenz statt 6 für jeden Champion. Den hätte er sich aber auch noch mitnehmen können, das Team Peng. Aber ich würde als Trundle, normalerweise würde ich jetzt einfach warten, bis die Superminions da sind, um zu fighten, weil die Superminions machen extrem viel Schaden. Also hier sieht man ja schon von 55 Damage auf 240, das ist ja mehr als Trundle sogar hat. Und sogar mehr als er hat. Wie viel hat er? 205, er hat 217. Also schon relativ... Nice, der Super mit der Startzeit und 500 Leben hat das Scheißding sogar noch. Alter Schwede, er ist so strong. Ja, die Minions werden einfach gleich mitgenommen. 111 zu 110 Farm, also wurde schon wesentlich besser gefarmt. Der Trundle hat da noch ein Heal-Pack. Der Wukong, meine ich, nicht der Trundle. Was jetzt ich hätte nehmen können. Jetzt hat Trundle natürlich in petto noch so ein Heal-Pack im Notfall, falls er mal wirklich Low-Life ist. Oh, und jetzt geht schon langsam an die Nexus Tower. Ah, jetzt wurde ich einfach weg, genau. Er hat einfach die Ulti benutzt. Das ist wunderbar.
Er hat die Ulti benutzt und könnte jetzt eigentlich fighten. Einfach immer wieder den Tower anhitten, soweit es geht. Damit der Tower halt Leben verliert, ne? natürlich doof für den Trundle. Er kriegt halt viel Tower Damage ab. Und vor allem die ganzen Black Cleaver Stacks sind heftig. 5 Black Cleaver Stacks, 97, 65 Armor nur noch. Also so viel. Da draint er die ganze Zeit das Leben ab. Na, noch nicht ganz. Jetzt soll ich aber das Healpack nehmen. Okay, sehr schön. Und da ist der letzte Drain gewesen. Also ich weiß nicht, vielleicht draint das noch mehr, aber ich habe es halt nur bisher zweimal gesehen. Und jetzt geht es langsam auf den Tower. Der frisst und kassiert und kassiert. Der Superman ist jetzt auch noch da. Das heißt, die Tower haben immer noch reduzierte und geht jetzt reduzierte Armor und Magieresistenz. Und er beißt sich durch die Tower, durch der Stein der Gebäude. Und jetzt langsam wird er den Nexus platt machen. 10 Sekunden bis Wukong wieder da ist. Hat das Spiel gegen CX, oder ich sag ja Wukong, hat das Game gegen Wukong gewonnen. Trundle vs. Wukong, echt spannendes Spiel. Wirklich beides starke Champions gewesen. Aber Trundle hatte durch seine Ulti dann doch einen kleinen besseren Vorteil als Wukong. Und generell sein Biss hat ihm wirklich, ich weiß gar nicht, ob das Leben wiedergegeben hat. Irgendwie hat das Leben wiedergegeben. Jedenfalls hat er auch 6% durch die Passive wird er dann wiederbekommen. Er war Level 18, also ist das wirklich das Maximum. 6% für jeden, für die Unit, die fällt in seiner Nähe, kriegt er Leben wieder. Ist schon krank. Oh, feindliche Unit. Ja, war ein schönes Spiel. Affe Ganga ist weiter und Wukong ist leider raus. Wir sehen uns im nächsten Match wieder. Bis dann.